Hallo und willkommen zurück. In der ersten Folge hatten wir die Kampagne angefangen und kurz vor Ende der Sendung hatten wir dann den Laden bekommen, den ersten. Jetzt sollen wir da zwei Köche einstellen. Dann machen wir das mal. Mal sehen, wie das geht. Angestellte. Ah ja. Köche. Schon an. Kann man das hier irgendwie sortieren? Oh, ja gut. Man kann es sortieren. Das vereinfacht das doch. So, zu welchen Zeiten machen wir jetzt den Laden dann auf? Also so wie es aussieht, ab 12 Uhr. Ja, von 12 bis 3. Das versuchen wir mal. Ah, ich kann da rüberziehen. So, 12. Ja, hier kann man auch schon was dran machen. Ich glaube, der könnte was vertragen. Ja. Der auch. Die Motivation mal ein bisschen nach oben bringen. Gut. Jetzt brauchen wir Kellner. Dann kann man hier ein bisschen auch wieder sortieren. Ja. Gut. Drei Kellner. Bei denen aus. Oh, das geht. Das geht auch. Und der braucht auch nichts. Lieferanten einstellen, ja. Dinner. Na, was kommt jetzt? Irgendwas kommt doch jetzt. Oder nicht? Die Kunden wollen essen, ja, das ist mir klar. Speisekarte gestalten. Dann machen wir das. Menükarte. Mehr Rezepte, 4 Stück sollen wir machen. Dann nehmen wir natürlich auch schon die vorgefertigten. 2 haben wir da schon. Dann machen wir noch 2 dazu. Oder besser gesagt alle. Wir machen mal alle dazu. Das war hier, ne? Ja. So, die beiden haben wir schon, jetzt machen wir die nächsten dazu.
Zwei Stück noch. Dann haben wir die. Und die letzte. Gut. Aber ich wollte eigentlich das Personal noch nachgucken. Und zwar die hier. Wie sieht es denn bei denen aus? Das ist gut. Der ist auch noch gut. Und der kann was vertragen. So. Jetzt machen wir die Speisekarte. Meldet sich der Spiegel wieder mit irgendwas. Ne, gewisse Aussicht nicht. Gut, dann machen wir das weiter. Die anderen machen wir jetzt auch mit dazu. Wenn schon, denn schon. Kommen. So. Das Lager mal gucken. Waren. War bestimmt nicht so viel los, dann bitte gehen wir erstmal auf 20% runter. Und zwar gammelt uns das Zeug und Lager leer bis auf 5%. Gut. Ja. Dann könnten wir jetzt eigentlich den Laden laufen lassen. Dann lassen wir lieber laufen. Liebe Großnichte, wenn du dies liest, dann ist es also wahr. Pizza liegt uns im Blut. Der ältere Herr, der dir dieses Restaurant anvertraut hat, heißt Arturo Andrisetti und schuldete mir einen Gefallen. Es ist immer gut, seine Rechnungen zu bezahlen. Und deshalb muss ich dich vor den Frodatos warnen. Sie zahlen nicht, sind knallhart, skrupellos und werden dich sofort zum Erzfeind ernennen, wenn sie herausfinden, wer du bist. Und sie werden es herausfinden. Du musst also mit dem Schlimmsten rechnen. Ach, die Welt, mein Kind, ist nicht so, wie sie sein sollte. Auch ich war nicht so, wie ich hätte sein sollen. Du wirst das noch verstehen. Du wirst die Familiengeschichte erfahren. Dein Großonkel Carmine. Ja, wollen wir mal gucken, wie der Laden hier läuft. Die Angestellten sind da. Jetzt brauchen nur noch die Leutchen kommen. Ha, kommen auch schon. Und doch nicht zu knapp. Oi. Oi, oi. Und die Sachen sind noch nicht da. Aber gleich. Ich glaube, bei so vielen Leuten, da stellen wir doch lieber mal noch eine Servicekraft ein. Das wird wohl ein bisschen zu wenig sein. Mit einer nur. Wir kommen wollen Vielfalt, ja, drei verschiedene. Ah ja, jetzt müssen wir drei verschiedene Gruppen. Wir müssen dann wenigstens mit 45% mit unserem Laden zufrieden sein. Ah ja, ja. Genau. Personal. Ja, ich wollte noch Personal einstellen. Also mindestens eine Bedienung dazu. Auf jeden Fall. Bedienung da. Richtig sortiert? Nein. Ah ja.
1. Nummer 3. Der könnte ein bisschen hier was ertragen. Ja. Er auch. Und das reicht. Gut. So, jetzt müssten wir langsam die Klamotten kommen hier. Ja, da kommt er. Gut. Gerade eben noch so. Lager füllt sich. Sehr gut. Und unser Kabel läuft auch wunderbar. Ah, wieder Lieblingszutaten entdeckt. Oh, wir haben schon zwei Häkchen. Fehlt nur noch ein Haken. Wow. Da ging er mal wieder schnell. Ja, toll. Sachen. Lager schon fast voll. Na, fehlt wenigstens nichts. Da kommt ein Häkchen noch irgendeinem hier. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Ein Haken noch. Ja, Leute, wo bleibt ihr? Ah, wir haben es geschafft. Rentabel. Zeige der Stadt, dass du ein Restaurant rentabel machen kannst. Dann wirst du neue Angebote bekommen. Jetzt müssen wir 15.000 Euro zusammenkriegen. Wir haben schon 9.000, aber ich glaube, das wird auch nicht schwer werden. Ja. Gut. Weitermachen. Ja, einiges flöten hier, Pacht und sowas alles. Aber 6,8 haben wir noch. Der Laden hat doch bis 6 Uhr morgens auf, ne? Ja. Also wenig Leute haben wir ja nicht. Ich hatte mit weniger gerechnet. So, 6 Uhr. Der Laden hat zu. Um 9 macht ja unsere Karre wieder auf.
Ja, dann würde ich sagen, das war es erstmal für diese Folge. Dann schauen wir in der nächsten Folge, ob wir die 15.000 Euro schaffen. Gut, dann mach's gut und tschüss.